Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ünal-Box von Nanik. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ünal von Nanik. Wir sehen hier ja ein halb im Schatten, halb im Licht abfotografiertes Gesicht, das wohl der Interpret sein dürfte, Nanik. Und das Ganze hier in so einem, ja, ich sag mal Kosmos- oder Weltraum-Setting, sieht für mich sehr stark nach Weltall aus. Und hier unten lesen wir noch Chapter 1. Nanik, Ünal auf der Unterseite. Rechte Seite haben wir nur gelbe und rote Farbpünktchen. Nanik, Ünal. Und hier Gang Gang. Also ich glaube, das nennt sich auch Gang Gang Box. Wir haben hier zur Info, was hier in der Box drinnen ist. Album, Instrumentals, T-Shirt, Sticker und A1 Poster. Alles klar. Gut, ich muss ehrlich sein, ich habe bis dato noch nie etwas von diesem Herrn gehört. Soweit ich informiert bin, ist es auch sein Debüt-Release und auch gleich eine Box zu seinem ersten Album. Wir haben hier einmal das T-Shirt, einmal die Instrumentals, das Album an sich, drei Sticker und das Poster. Ansonsten nichts weiter drinnen und wir haben es hier zu tun mit so einer regulären Clubbox. Alles klar. Dann haben wir hier das Album an sich. Das Cover kennen wir bereits. Auf der Rückseite haben wir die Tracks, 15 Tracks an der Zahl. Wir haben Features von Jay White. Muss ich ehrlich sagen, kenne ich nicht. Das dürfte das einzige Feature sein. Mein Lieblingstrack von den 15 ist das Intro. Ja, ansonsten muss ich jetzt ehrlich sagen, ist mir kein Track wirklich speziell im Gedächtnis geblieben, bis auf das Intro. Dann schauen wir mal einen Blick in das Booklet. So, hier haben wir Aufnahmen des Künstlers. Gang Gang lesen wir hier. Ünal. Eine weitere Aufnahme. So, was haben wir hier? Die Credits. Okay. Die Danksagung. Relativ lange Danksagung. Boah. Und was haben wir hier noch? Als letztes danke ich allen Fans da draußen, die sich dieses Album zugelegt haben. Euer Support gibt mir die Motivation weiterzumachen und jedes Mal krasser zu werden. Das ist erst der Anfang. Alles klar. Was mir ein bisschen abgeht, sind jetzt die Infos zu den einzelnen Tracks. Aber ja, hier ist das Ganze ungefähr angegeben. Gut. Dann haben wir hier die Album-CD und was mir jetzt gerade auffällt, auch wenn ich diese Box jetzt zum ersten Mal wirklich herzeige, ich hasse generell solche CDs mit diesen feinen Plastikzähnen hier, um die CD zu halten, also diesen Art von CD-Haltern, weil nämlich genau das hier oftmals der Fall ist, dass dann einzelne von diesen Zähnen hier rausbrechen. Und das ist hier wohl schon passiert. Wir schauen es mal ganz kurz. Ja, die sind natürlich hier dann reingefallen. Okay, so sieht die CD aus. Ist jetzt in dem Fall nicht ganz so schlimm, weil, wenn man es jetzt halbwegs sorgsam behandelt, es sind noch genug Zähnchen da,
um die CD in Position zu halten. Da klappert es immer noch irgendwo. So, aber jetzt sind alle raus. Gut, CD ins Regal stellen und gut drauf aufpassen. Dann haben wir die Instrumentals. Selbes Cover, auch hier wieder 15 Tracks an der Zahl. Bedeutet, wir haben hier 15 und hier 15, keine Lückenfüller, sondern wirklich 15 Beats. So sieht die CD aus, Instrumentals lesen wir hier. Und das Ganze, wie gesagt, in einer Papphülle. Dann diese Plastikreste entfernen, die Zähnchen. Dann haben wir drei Sticker. Die sind relativ groß, quadratisch. Einmal das Cover, einmal das Label, Chapter 1, und einmal Gang, Gang. Nanik, Ünal lesen wir hier noch. Gefallen mir echt gut, die Sticker. Drei Stück und wirklich hochwertig und groß, quadratisch. Und dann haben wir, bevor wir zum T-Shirt kommen, noch das Poster. A1, ja, relativ groß. Das Ganze im Hochformat gestaltet. So, Nanik Ünal lesen wir hier. Und hier dann ein Porträtfoto des Künstlers. Ja, ist jetzt natürlich Geschmackssache. Gerade ich als Mann muss ehrlich sagen, dass mir sowas jetzt nicht ins Zimmer hängen würde. Aber es gibt sicher den einen oder anderen, beziehungsweise die ein oder andere Dame, die sich sowas gerne zu Hause aufhängen wird. Das Poster ist einseitig bedruckt und wie gesagt im Hochformat. So, und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch das T-Shirt. Gang, Gang lesen wir hier. Und darunter lesen wir noch Nanik Ünal. Schauen wir noch kurz, Neckprint haben wir keinen. Fühlt sich vom Stoff echt gut an, angenehm. Es ist so dunkelblau-weiß. Schauen wir nochmal kurz, womit wir es hier zu tun haben. Gilden Softstyle, 100% Baumwolle, made in Bangladesch. Okay. Ja, wie gesagt, es fühlt sich echt, echt angenehm an. Softstyle. Wir schauen uns das nochmal kurz an, wie es im Detail aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also, wir haben hier auf der Brust in weißer Schrift Gang Gang und hier unten im Bauchbereich Nanik Ünal. Das Shirt, wie gesagt, in dunkelblau gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L. Das Poster im Hochformat Größe A1, die Instrumentals in der Papphülle, das Album an sich und die drei Sticker in quadratischer Form. Das alles in dieser wunderbaren Box, Ünal von Nanik. Wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nanik unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.